Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in Trains in World 4 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix, der Weise, und heute möchte ich euch eines der neuen Trains in World 4 Features vorstellen. Das Spiel hat ja sehr viel an neuen Features mitgebracht, nicht nur neue Strecken und Züge, sondern auch neue und interessante Features. Und ein Feature, was gerade sehr beliebt ist bei der Community, das ist der Sandbox-Modus. Hier im Spiel wird er auch freies Spiel oder Free Roam genannt. Und das Ganze ist auf allen Strecken möglich, die über diese neuen TSW 4 Features verfügen. Dazu begeben wir uns erstmal zu den Zügen, wählen uns dann eine Strecke aus. Da haben wir Nahverkehr Dresden, die Antelope Valley Line, die East Coast Main Line, S-Bahn Vorarlberg und das Trainingszentrum. In allen drei dieser Strecken gibt es einen neuen Menüpunkt. Fahrplan, Szenarien und Trainingsmodule, das kennen wir ja schon aus den Vorgängerspielen. Es gibt jetzt auch den Modus, das freie Spiel, einen Sandbox-Modus, wo wir das alles frei erkunden können. Da habe ich mir gedacht, wir gucken uns das Ganze heute mal auf der Strecke Nahverkehr Dresden an, denn dieser hat ja auch ein Upgrade bekommen mit den neuen TSW 4 Features. Also ihr seht jetzt aktuell alle Inhalte der Trains in World 4 Deluxe Edition. Alles dieser Inhalte sind auch bei der Special Edition dabei. Und da würde ich sagen, gucken wir uns das, wie gesagt, mal auf Dresden-Riesa an, begeben uns in das freie Spiel. Dann wählen wir uns hier einen Startpunkt und da würde ich sagen, schauen wir uns hierfür einfach mal, nehmen wir uns einfach mal Großenhain und klicken auf Jetzt spielen. Dann werden wir auf die Karte geworfen und befinden uns an der Station Großenhain. Was wir sofort sehen, Dresden-Riesa, wie gesagt, hat ja ein großes Upgrade bekommen. Und mit diesem Upgrade, da hat diese Strecke auch neue Features bekommen. Dazu wird es heute noch ein Video geben, wo wir diese Strecke komplett mit der Lokomotive Vectron abfahren werden. So, wie funktioniert denn das Ganze jetzt eigentlich, hier Züge spawnen zu lassen? Das ist ein Highlight. Im freien Spiel heißt jetzt nicht nur, dass wir frei rumlaufen können, sondern wir können uns auch hier Züge herspawnen. Dazu drücken wir auf dem PC die Tab-Taste und können dann wählen, einen Zug erzeugen. Klicken mit der Maustaste darauf. Und ihr seht, das sind nicht nur die Züge, die zur Strecke gehören. Wir können uns auch ganz andere Züge herholen. Zum Beispiel die Diesellokomotive Class 66, eine englische Lokomotive auf einer deutschen Strecke. Wobei das bei dieser Lokomotive ja gar nicht mal so abwegig ist. Die ist ja wirklich zeitweise in Deutschland unterwegs. Wir könnten uns aber auch sogar einen amerikanischen Zug hier auf diese Strecke holen. Ich hole jetzt mal die Class 66. Wir klicken also diese Lok an. Ihr seht, wir können auch einen Zugverband hier herholen. Dann klicken wir auf Erscheinen lassen, können uns noch die Position hier aussuchen. Grün heißt immer, dass das möglich ist. Wenn es rot ist, dann logischerweise nicht möglich. Und dann drücken wir einmal die Taste X auf der Tastatur und sehen hier unsere wunderschöne Class 66. Wenn wir das Ganze entfernen wollen, sagen, oh, wir haben uns jetzt verwählt, Tab-Taste drücken und dann entfernen wir diese Lokomotive. Das Ganze müssen wir bestätigen. Ja, wir holen uns jetzt, würde ich mal sagen, einen anderen Zug her. Zum Beispiel, lass uns doch mal den österreichischen Zug hier herholen. Den wunderschönen ÖBB-Talent. Den ÖBB-Talent, genau, S-Bahn Vorarlberg. Und lass uns doch den mal als Doppeltraktion hier in das wunderschöne sächsische Großenhain holen. Und dann erzeugen wir das Ganze und begeben uns nun auf das Gleis gegenüber, weil das ist noch nicht genug. Wir wollen das Ganze noch ein bisschen attraktiver gestalten hier am Bahnhof von Großenhain. Also liebe Trainspotterinnen und Trainspotter, aufgepasst. Hier kommt nämlich noch was ganz Besonderes, denn wir holen uns jetzt hier dazu, erzeugen einen weiteren Zug. Und da sehen wir doch eine Dampflokomotive mit 5 Personenwagen. Die ist übrigens in jeder Trains in World 4 Edition enthalten, weil die zum Trainingscenter gehört. Unsere wunderschöne Class, Quatsch, nicht Class, sondern unsere LMS Stania 8F, eigentlich eine Güterzug-Dampflok. Und lass uns die doch mal hier erzeugen als Gegenzug. Und schon haben wir hier das Treffen der internationalen Züge. Eine englische Dampflok trifft einen österreichischen Vorortzug und das Ganze im wunderschönen sächsischen Großenhain. Also das ist für Transporter natürlich ein absoluter Augenschmaus, passiert auch nicht immer. Und englische Lokomotiven auf sächsischen Gleisen, das ist ja gar keine Seltenheit. Das hat es ja wirklich gegeben, nämlich als diese Strecke Dresden-Riesa 1839 eröffnet wurde. Die erste Lokomotive, die Saxonia, die dort gefahren ist, das war ja eine Lokomotive, die in England damals gebaut wurde. Aber das ist noch nicht alles. Wir können jetzt nicht nur hier die Züge erzeugen und uns angucken, sondern wir können die selbstverständlich auch fahren.
Dafür begeben wir uns auf die Karte. Beim PC ist das die Taste 9. Dann wählen wir den Zug aus und haben dann noch keine Möglichkeit, eine Route zu setzen. Moment, da müssen wir wahrscheinlich uns in diesen Zug hineinbegeben. Und begeben uns mal in den Führerstand. Machen den wieder zu. Nehmen Platz. Und wir sehen natürlich jetzt hier schon im Streckenmonitor, Signal ist rot. Also wenn wir jetzt losfahren würden, würden wir nicht weit kommen. Denn auch im Sandbox-Modus dürfen wir keine roten Signale überfahren. So, wir rüsten aber erstmal den Zug auf. Schlüssel, Bremse, haben wir ja alles so ein bisschen gelernt im letzten Video. Dann das ein und dann verriegeln wir, oder ne, wir lassen erstmal die Türen offen. So, dann Taste 9. Dann müssen wir unseren Zug anklicken. Wenn wir uns im Zug befinden, können wir da dem Zug eine Route geben. Das können wir machen und dann ist das hier unser Fadenkreuz, wo wir jetzt unser Ziel auswählen. Beispielsweise jetzt hier, das ist die nächste Station, Großenhain. Da können wir sagen, wir wollen. Nee, das ist Priesterwitz, Entschuldigung. Wir starten in Großenhain, Cottbuser Bahnhof und fahren nach Priesterwitz. Und ihr seht, dann ist unsere Route festgelegt. So, das Signal zeigt aber, warum auch immer, immer noch rot. Auf Signalwechsel warten. So, jetzt hat das Signal umgeschalten. Sehr schön. Wir können die Türen. Ja, sind doch beide schon verschlossen. Sehr gut. Das bedeutet, wir könnten uns an und für sich jetzt schon mit unserem wunderschönen österreichischen Zug auf dem Weg machen in Richtung Großenhain. In Richtung Priesterwitz. So, Großenhain. Übrigens hat ja nur noch einen Bahnhof. Das ist jetzt hier Großenhain-Cottbuser Bahnhof. Früher gab es in diesem wunderschönen Ort mal zwei Bahnhöfe. Es gab nämlich auch noch einen Berliner Bahnhof. Der war an der Strecke Dresden-Elsterwerda gelegen. Und also an der Strecke Dresden-Elsterwerda hat das Ganze gelegen und das Ganze, der wurde aber schon vor vielen, vielen Jahren aufgelassen, also die Strecke ist nicht stillgelegt, da fahren immer noch Züge, aber der Bahnhof wird halt nicht mehr angefahren, sondern in Großenhain wird jetzt ausschließlich nur noch der Cottbuser Bahnhof bedient. Man kommt aber trotzdem ganz gut in Richtung Berlin, denn es gibt hier Verbindungen nach Elsterwerda, es gibt Verbindungen in Richtung Cottbus und nach Dresden. So, bis nach, jetzt sehe ich gar nicht, wie weit ist ein Priesterwitz, 4,2 Kilometer. Und das seht ihr vielleicht auch, dass wir durchaus jetzt hier, vielleicht, dass du nach diese kleine Fahrt, die wir uns hier gesteckt haben, noch zu Ende fahren können. Ich muss sagen, liebe Community, ich habe mich wirklich mit diesem Feature im Vorhinein noch gar nicht auseinandergesetzt. Ich habe gestern erstmal die ganzen Videos zu den Strecken aufgenommen. Natürlich nicht immer die kompletten Strecken. Wollte euch aber unbedingt diese Strecken vorstellen. Es wird heute noch ein zweites Video zu Dresden-Riesa geben. Da werden wir mit der Lokomotive Vectron eine Fahrt von Dresden bis nach Riesa machen und uns diese Strecke komplett anschauen. Und da die ja nicht über den Abzweig hier geht, sondern Dresden-Riesa, da fährst du ja eine andere Route. Das heißt, wir können da. Also wir erkunden jetzt quasi einen Abschnitt, der nicht zur Hauptstrecke gehört. Wir können uns das nämlich mal anschauen. Hier aus Großenhain. Hier haben wir meistens Triebestahl, da kann auch befahren werden. Die Hauptstrecke geht hier von Dresden nach Riesa und dann gibt es hier noch die Weißiger Kurve, die eben so vor allem von Fernverkehrszügen bedient wird. Das wird dann mit additionellen Fahrplanfahrten auch möglich sein. Ich glaube, mit Güterzügen geht das, meine ich auch. So, dann schaukeln wir gemütlich hier mit unserem Talent. Also ich finde dieses Feature, ich muss ja gestehen, ich habe es jetzt das erste Mal ausprobiert. Ich finde es wirklich genial und ich glaube, damit hat Dovetail Games auch der Community, glaube ich, einen großen Wunsch erfüllt, einfach diese Spielfreiheit erhöht. Aber das Feature ist, und soweit ich es weiß, ist dieses Feature eben aktuell, soll das wohl nur mit Strecken gehen, also nur mit Strecken oder nur auf Strecken gehen, eben die diese Trains of World 4 Features unterstützen. Was die Zugverbände angeht, ihr seht, dass wir aktuell ja nur vorgegebene Zugverbände auswählen können. Auch das wird sich mit der Zeit ändern, denn da wird es ebenfalls mit einem späteren Update noch den Formation Designer geben. Da können wir nämlich unsere Zugverbände selbst zusammenstellen. Das heißt, wir können selbst bestimmen, wie viele Loks soll der Zug haben, wie viele Wagen sollen angehängt werden. Oder zum Beispiel hier mit dem ÖBB-Zug mal in Dreifachtraktion fahren. Solche Geschichten können wir dann machen. So, wir erreichen gleich das Ende unserer Route. Wir gehen mal auf 60 runter. Und ihr seht, dass wir das Spiel auch locker ohne Zugsicherungssysteme spielen können. Das dürfte ja bei den allermeisten von euch ja hier der Fall sein, dass das Ganze eben auch ohne Zugsicherungssysteme
gespielt werden kann. Das sind ja die wenigsten, die das wirklich nutzen. Zugsicherungssysteme, ja, sind eine tolle Sache, ohne Frage, und bietet sich aber vor allem für die Leute an, die eben so eine bisschen größere Herausforderung haben wollen, die das dann so ein bisschen Hauch von Realität haben wollen, vom realen Eisenbahnfahren. So, trotzdem nähern wir uns, jetzt fädeln wir uns ein auf die Staubstrecke Dresden-Riesa und werden jetzt hier noch aufs Gleis 1 rüberfahren am wunderschönen Bahnhof von Briestewitz und dort unseren Zug dann abstellen. Ich weiß gar nicht, ob das dann zu Ende ist oder ob wir das alles zwingend beenden müssen. Das werden wir ja gleich sehen. Da ist auf jeden Fall unser Endpunkt und wir könnten dann jetzt auch sagen, ja, hier hört man ganz deutlich den Sound und viele sagen, das ist wohl nicht der originale Sound des Fahrzeuges. Wie gesagt, dann sagen wieder andere wiederum, die wohl täglich mit dem Zug unterwegs sind, dass sie, dass das schon sehr nah rankommt, dass das nicht 1:1 ist, aber sehr nah rankommt. Wie gesagt, ich selbst kann es nicht beurteilen. So, wir erreichen die Station Briestewitz und damit ist diese Route beendet und wir werden nicht aus dem Spiel geworfen, sondern wir könnten jetzt auch sagen, wir wählen den Zug an und würden ihm jetzt zum Beispiel eine weitere Route, was weiß ich, in Richtung Riesa zum Beispiel setzen oder wir lassen ihn einfach wieder zurückfahren nach Großenhain. Das ist schon eine richtig, richtig tolle Sache. Und das ganze Setzen der Züge, das ist wohl auch sogar, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, im Fahrplanmodus möglich. Also das ist auch wohl möglich, wenn KI-Verkehr unterwegs ist auf der Strecke. Aber da besteht die Gefahr, wir können uns das Ganze ja mal anschauen, da besteht natürlich dann die Gefahr, wenn wir das machen und es sind KI-Züge unterwegs, dass wir dann mal längere Zeiten vor einem roten Signal stehen. Wir können uns das Ganze ja nochmal gleich im Fahrplanmodus anschauen. Da können wir uns ja auch mal an einen anderen Endpunkt begeben. Wir suchen uns hierfür mal, lasst uns heute mal nochmal die österreichische Strecke, nehmen wir mal den Fahrplan. Da können wir nämlich, da müssen wir auf zu Fuß und begeben uns mal, Lindau waren wir schon, wo können wir denn hin? Wo können wir denn so schnell hin? Nach Bludenz, wo war denn Bludenz? Hier. Ach, Lindau-Reutin ist auch dabei. Haben wir letztens gar nicht, ja. Lindau-Reutin, das ist ja so der Punkt. Ne, lass uns mal nach, Bludenz. Genau, lass uns mal nach Bludenz gehen. Aber jetzt eben im Fahrplanmodus. Da können wir das nämlich auch machen. Und uns entsprechende Züge dorthin portieren. Und diese werden, sofern das möglich ist, eben in den Fahrplanmodus des Spieles eingefädelt. So. In welche Richtung müssen wir denn? Es klingelt hier noch mein Wecker. Da muss ich nämlich gleich was erledigen. So, okay. Okay, so in diese, welche Richtung müssen wir? Wir müssen hier nach Norden. Da stehen wir richtig. Und dann würde ich mal sagen, holen wir uns halt. Gut, habt ihr das gesehen? Also das Hinzufügen von Zügen. Wartet, ich starte das mal neu. Jetzt habe ich nämlich diese Meldung weggeklickt. Moment, 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 Moment. Komm, Spiel, mach hin. Ich muss nämlich gleich was erledigen. So, drücken wir Tab und nee, da kriegen wir halt die Meldung, dass dieses Hinzufügen eben durchaus nicht absehbare Konsequenzen haben kann. Da wählen wir uns zum Beispiel mal hier die, welche können wir denn nehmen, so auf der Stelle den Vectron aus, von mir aus auch als, ja, als Einzellokomotive. So, und lassen die hier erscheinen. Und jetzt können wir jetzt auch hier hingehen, wie gesagt im Fahrplanmodus, dann sind wir nicht so alleine auf der Strecke. So, und dann können wir uns, müssen wir auch hier Platz nehmen. Begeben uns wieder auf die Lokomotive und sagen Route setzen. Und was weiß ich, dann setzen wir die Route zum Beispiel auf diese Station. So. Und ihr seht, dann bekommen wir auch die Route zugewiesen. Aber wir werden jetzt eben in den laufenden KI-Verkehr eingefädelt. Das heißt, es könnte jetzt hier noch eben ein bisschen dauern, weil wahrscheinlich andere Züge, planmäßige Züge, dann Vorfahrt haben. Ja, so viel zum Thema Züge spawnen und freies Spiel. Ich finde es ein geiles Feature in Trainsim World. Ich finde es ein geiles, geiles Feature auf jeden Fall in Trainsim World 4. Und ja, damit hat man der Community einen sehr großen Gefallen getan, was Spielfreiheit angeht. Ja, und damit sind wir für heute fürs Erste fertig. Es gibt später noch ein weiteres Video von Dresden-Riesa mit der Lokomotive Vectron. Ich danke euch bis hierhin erst einmal für das Zuschauen. Freue mich natürlich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.